Willkommen zu der Atemübung Ujjayi. Mit der Ujjayi-Atmung können wir erwiesenermassen auf unser vegetatives Nervensystem einwirken und Puls und Blutdruck senken. Ich lade dich ein, in einem bequemen Sitz zu finden. Es kann der Fersen- oder Schneidersitz sein oder irgendeine andere Sitzposition, wo du ein paar Minuten drin magst verweilen. Und dann die Augen sanft schliessen oder ohne bestimmten Fokus vor dir auf den Boden richten. Dich niederlassen, in deiner Sitzposition, in deinem Körper, in deinem Geist, ganz bei dir ankommen. Die Position der Füße und Beine wahrnehmen. Von den Händen, die vielleicht auf den Oberschenkel aufliegen oder im Schoß sind. Deine Wirbelsäule spüren. Die Rücken ist, wenn das für dich möglich und angenehm ist, gerade aufgerichtet. Und die würdevolle Haltung spiegelt deine innere Absicht wieder. Verankerung und Wachheit. Der Nacken ist lang, das Kinn ganz leicht Richtung Brustkorb geneigt. Drei ganz bewusste, tiefe Atemzüge nehmen. Die Lunge ganz füllen und lang und lösend wieder ausatmen. Dich dann der Atemempfindung im Körper zuwenden, dort, wo du den Atem jetzt besonders gut spürst. Das ist vielleicht der Bauchraum, wo sich die Bauchdecke fein hebt und senkt. Oder der Brustkorb, wo die Rippenbögen ein bisschen auseinandergehen und wieder zusammenkommen. Oder bei der Nase, Rachenraum oder Hals, wo du das Ein- und Ausströmen der Luft kannst bemerken. Dich für eine Stelle entscheiden und dann den Fokus für einige Atemzüge dort ruhen. Vertraut werden mit deinem Atem. Und dann deine Atmung immer mehr zu vertiefen. Jede Ein- und Ausatmung lässt tiefer werden, bis du bei der tiefsten Atmung, die dir noch angenehm ist, angelangt bist. Dann lade ich dich ein, das Maul zu öffnen und durch das offene Maul zu atmen. Du kannst die rechte Hand anheben und vors Gesicht bringen, so als wäre deine rechte Handinnenfläche ein Spiegel. Und dann bei der Ausatmung deine Hand anhauchen. So, wie du einen Spiegel anhauchen würdest, wenn du möchtest, dass er sich beschlägt. Dabei entsteht ein H-Laut, ein Rauschen in der Kehle. Ein paar Atemzüge mit dem H-Laut bei der Ausatmung atmen.
dann auch bei der Einatmung den Haarlaut stehen und auch wieder für ein paar Atemzüge drin verweilen. Die Atmung beibehalten und deine rechte Hand wieder absenken aufs Bein oder in den Schoß. Das Maul schliessen, aber mit dem Rauschen in der Kehle weiter atmen. Die Atmung bleibt tief und langsam. Wir werden für ein paar Minuten in dieser Atmung verweilen und unserem vegetativen Nervensystem durch das erlauben, sich ganz zu entspannen, sodass dein ganze System in eine gelöste Weichheit finden kann. Tiefe, langsame Atemzüge mit dem H-Laut bei der Ein- und Ausatmung. Und wenn du bemerkst, dass dein Geist abschweift, dann kannst du ihn ganz sanft wieder zu der Atemempfindung oder zum Geräusch von deiner Atmung zurückbringen. Vielleicht ist es auch ab und zu nötig, die Sitzhaltung etwas anzupassen, wieder zu mehr Aufrichtung und auch körperlicher Wachheit zu finden.
Dann kannst du dich sanft von dem Haarlaut lösen und für einige Atemzüge geräuschlos weiteratmen. Dich dann auch von dieser tiefen Atmung lösen und in deinem Tempo wieder zurückfinden in eine leichtere, natürliche Atmung. Deine Finger und Zehen anfangen zu bewegen. Deine Handgelenke noch reisen. Und dann auch diese Bewegungen wieder verreppen. Die Augen, falls du sie geschlossen hast, sanft wieder öffnen. Die Augendeckel immer mehr anheben. Immer mehr vom Licht und vom Raum reinlassen, bis du wieder ganz angekommen bist. An dem Platz, wo du jetzt gerade bist.